Kolja von Aktien mit Kopf war lange Jahre ein Vorbild für mich und auch einer der Gründe, wieso ich meinen eigenen Finanzkanal Northern Finance überhaupt gegründet habe. Mittlerweile muss ich aber leider beobachten, wie er immer weniger zum Thema Aktien macht und immer mehr zum Thema Impfungen, Corona, World Economic Forum, Ukraine-Krieg und Kritik an der Grünen Partei. Was ich dazu denke und wieso ich das nicht so machen werde, das erfährst du jetzt bei Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, für mich ist das Glas im Allgemeinen immer halb voll, wie auch auf diesem Becher hier steht. Und ich drehe das Ganze ja aus einem WeWork hier in Singapur. Und Singapur ist eine wahnsinnig interessante Stadt und hier hat man auch ja eine super schöne Infrastruktur, alles funktioniert, alles ist grün, alles ist modern, aber gleichzeitig hat man hier auch einen Staat, vor dem Kolja wahrscheinlich warnen würde in vielen Videos und das, wie ich auch finde, zu Recht tatsächlich, weil er einfach sehr übergriffig ist, dieser Staat hier vor Ort, finde ich persönlich, und zu sehr in die Freiheitsrechte der Menschen eingreift und wenn man sich eben nicht an die Regeln hält, einen quasi ruiniert, ehrlicherweise. Machen wir mal ein Beispiel. Ich bin in der U-Bahn viel gefahren und da sind auch überall diese Hinweisschilder und hier steht ganz klar, wenn man dann einmal in der U-Bahn rauchen sollte, was in Deutschland tatsächlich öfter schon passiert ist, was ich mitbekommen habe, zahlt man 1000 Dollar, Singapur-Dollar sind das Strafe. Das sind 690 Euro umgerechnet. Essen oder Trinken, das macht 500 Dollar Strafe. Gas oder Benzin 5000 Dollar und die Durian aka Stinkfrucht, die hat keine Strafe mit sich, aber wird trotzdem nicht gern gesehen. Und wer Müll zum Beispiel auf die Straße wirft oder auf die Straße spuckt, der zahlt 1000 Dollar Strafe und wenn man das wiederholt macht, zum Beispiel, weil man es ja nachweisen kann, dass das jemand wiederholt gemacht hat über mehrere Tage oder Wochen hinweg, weil er einfach gefilmt wurde von der Kamera, jedes Mal 5000 Dollar Strafe. Also man kann sich damit relativ schnell ruinieren, wenn man sich nicht an die Regeln hier vom Staat hält. Und dann zahlt man natürlich auch, das kannst du dann irgendwie über Jahre ab, während man gleichzeitig natürlich auch noch Steuern zahlt. Also wer sich hier nicht an die Regeln hält, hat ein riesiges Problem und man kann es quasi nicht mehr machen. Was hat das Ganze jetzt also mit dem Thema Kolja zu tun? Für mich ist es einfach eine Warnung davor, dass der Staat zu übergriffig wird. Da hat Kolja auf jeden Fall recht, dass man da wirklich aufpassen muss, dass das nicht passiert. Aber wenn man eben nur noch solche Videos macht und ständig warnt, wirklich ständig, ständig, ständig. Er produziert ja jeden Tag Videos, dafür erstmal Respekt, dass man so einen Output schafft. Aber wenn man jeden Tag als Zuschauer diese Message bekommt, ich glaube, das ist wirklich ein Problem und dann fängt man auch an, irgendwann Hass zu entwickeln gegen diese Leute, also gegen das World Economic Forum oder gegen die Grüne Partei und Mitglieder davon. Und ich glaube, das ist wirklich das Problem, wo ich auf gar keinen Fall hin möchte mit diesem Kanal. Politik und Wirtschaft bzw. investieren, das kann man nicht scharf trennen. Das hängt auch irgendwo miteinander zusammen, aber ja, so viel Videos über Politik zu machen, jeden Tag und irgendwie die gleiche Message zu haben, das ist für mich durchaus ein Problem, das muss ich mal so offen sagen. Ich finde es immens wichtig, die Leute mit Sympathie zu gewinnen, ja, vor allem die Gegenseite. Beim ZDF habe ich ja auch mitgemacht, beim Format Unbubble, auch wenn sie mich ja negativ dargestellt haben und irgendwie als Steuerauswanderer. Ich habe mein Bestes getan, sachlich, kompetent und freundlich die Zuschauer, aber auch meinen Gegenüber da in dieser Diskussion zu überzeugen von meinen Argumenten und ich finde, das ist wirklich der Weg, den man gehen sollte und auch hier mit diesen Videos. Ich mache sie extra nicht politisch, obwohl ich natürlich meine eigene politische Meinung habe, weil ich meine, dass alle Zuschauer, die hier Northern Finance schauen, möglichst ja, finanziell erfolgreich werden sollen. Also mir ist es egal, was meine Zuschauer politisch denken. Ich will wirklich, dass möglichst viele Leute möglichst viel Rendite machen und möglichst nicht in Altersarmut rutschen. Das ist ein reales, extrem riesiges Risiko. Genau das möchte ich eben vermeiden auf diesem Kanal. Und ich möchte, dass es möglichst viele Leute erreicht. Und wenn ich eben zu viel Politik mache, dann wird das garantiert nicht der Fall sein, weil die meisten Leute sagen, der erzählt doch nur irgendwas dort über dieses eine politische Thema oder über die paar politischen Themen und das, was er zur Geldanlage macht, das kann ja dann gar nicht so gut sein und ich glaube, das ist das Risiko, das Kolja hier eingegangen ist. Ich glaube, das ist er sehr bewusst eingegangen und wahrscheinlich verdient er jetzt sogar mehr Geld als vorher. Was er für Klicks macht, das muss man sich mal anschauen, das ist unglaublich, also Respekt dafür. Und viele Finanzvideos machen aber eben ja nicht mehr Klicks als vorher und das ist eben das Problem, wenn man so einen Kursschwenk macht, das ist quasi wie eine Einbahnstraße. Wenn man da einmal reingeht, man kommt nicht mehr zurück und
ja, diesen Schwenk muss man eben mitmachen. Jetzt ist es eben politisch. Vielleicht irre ich mich auch in dieser Situation. Ja, vielleicht sind die ganzen Annahmen, die ich hier in diesem Video treffe, falsch. Ja, kann auch sein. Ich möchte nur dazu sagen, ich werde diesen Weg nicht gehen, da ich eben möglichst viele hier mitnehmen möchte und mir das eben ganz, ganz wichtig ist. Ich werde Northern Finance auf gar keinen Fall politisch machen und ich kenne auch viele Freunde, die Kolja jetzt eben nicht mehr verfolgen, weil es denen zu politisch geworden ist. Ganz ehrlich, ich wünsche Kolja viel, viel Erfolg. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen auf der Investmesse, Kolja. Da werden wir uns bestimmt begegnen und ich würde mich freuen, mit dir mal einen Kaffee zu trinken oder so. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, dass du diesen Spagat, diesen schmalen Grat meisterst und vielleicht kann es Kolja ja auch komplett egal sein, was ich dazu sage, weil er wahrscheinlich schon finanziell frei ist und ich es eben noch nicht bin. Dann könnte man auch sagen, ja, ich würde es genauso machen, wenn ich in seiner Situation wäre und so viel Geld schon hätte. Vielleicht ist das auch der Fall, aber aktuell sage ich, ich werde das auf keinen Fall machen und nicht politisch werden, sondern hier einigermaßen neutral bleiben. Ich habe natürlich meine eigene Meinung, die scheint auch manchmal durch, aber ich möchte es möglichst neutral machen, so gut ich es eben kann. Es gab auch einen anderen YouTuber, Vermietertagebuch, der macht auch nichts mehr zum Thema Immobilien und Vermietung, sondern alles jetzt zum Thema Politik und Corona und sowas. Das finde ich schade. Ich finde, wenn man einmal einen Kanal hat, dann sollte man bei dem Thema bleiben. Und wenn man dann etwas anderes machen möchte, kann man doch wie Horst Lüning von whisky.de einen Zweitkanal aufmachen, wie den Unterblock, und dann dort eben über die eigenen politischen Meinungen und Analysen berichten, und den können ja auch durchaus sehr viele verfolgen. Aber ich finde es schade, wenn der Hauptkanal eben so radikal bricht mit dem, was jahrelang funktioniert hat. Ich werde diesen Weg nicht gehen. Ich verurteile Kolja aber auf der anderen Seite auch nicht. Ich wünsche ihm viel Erfolg und wer mag, kann es eben verfolgen und wer nicht, lässt es bleiben. Das soll meine Meinung zu diesem ganzen Thema gewesen sein und damit wünsche ich allen Zuschauern eine gute Rendite. Bis zum nächsten Mal und liebe Grüße aus Singapur. Ich freue mich, euch alle auf der Investmesse zu sehen. Mit dem Code unten in der Videobeschreibung bekommt ihr auch kostenlose Tickets. Bis dahin.